Seid mir gegrüßet, junges Volk. Wir haben noch ordentlich zu kloppen. Wie die zwei Feldräuber zum Beispiel. Hätte ich alles auch schön in Folgen davor packen können, aber irgendwas stimmt mit der Reichweite gerade nicht. Warte mal. Nö, alles nach wie vor. Nee, das ist so. Okay. Den Scavenger würde ich gerne mir noch schnappen. Hey! Ich dachte mir schon noch, hier noch ein bisschen zu rum zu kloppen irgendwie. Ja, genau so. Okay, da drüben muss ich aufpassen. Da, wo die ganzen Blutfliegen sind. Da ist aber auch noch ein Goblin-Skelett irgendwo. Die will ich jetzt nicht unbedingt in die Arme laufen. Aber ich will die Blutfliegen, verdammt. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Rest? Das sah noch nach mehr aus. Eine zusammengerollte Zeitung ist da eher effektiv. Oh, das ist ein Keiler. Da oben sind auch noch Feldräuber. Bei dem Friedhof, ist klar. Aua. Wo hat er mir wehgetan? Doofkopf. So. Hey, ihr Sumse-Männer. Diese Blutfliege ist eine besondere Blutfliege gewesen. Sie starb auf einem Stein. Würdigt sie. Aber gefälligst. Ich würde es mal zu gern jetzt. Pass auf das. Egal. Das ist eigentlich so Part, wo ich, den meine Frau überspringen müsste. Aus Gründen. Was Alien? Mighty Alien Dwarf. Mighty Raven Dark. This is all fake. Believe me. Ja. Nein! Oh, guck mal, ein Schalter. Zum Schluss fand er den Skorpionenmann. Hello World. Der Spieler weiß gar nicht, warum er da hingehen soll.
eigentlich so lustige Easter Eggs? Sekündchen noch. Kai Rosenkranz. Der letzte Scheiß. Osch. Schon wieder Abend oder was? Ja, leckt's mich doch. Guck mal, ich geh mal kurz rein hier. In die Krypta. Da haben wir schon mal zwei Schalter. Da öffnet sich was. So, pass mal auf. Hier liegen zwar ein paar wertvolle Schätze. Hier schon eine Steintafel, ein alter Brief, ein Schwert. Das Schwert. 40? Ja, lol, nehme ich. Wisst ihr? Ich meine, der grobe Breitschwert ist jetzt, ne? Braucht halt nur mehr Stärke, aber ich habe halt mehr. Ich habe dadurch auch ein bisschen mehr Einhand. Da stehen ein paar Skelette rum. Die leben, ja. Die greifen aber auch nicht einen sofort an. Ne, Alfred? Ja, ne? Ist gut, ne? Der Teil einer Söldnerrüstung an, kann das? Das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Und das sollte ich mal dringend neue Handschuhe kaufen. Den werde ich aber auch nicht fertig. Ich meine, ich kann es gerne an einem probieren, ne? Damit ich auch, damit ihr auch seht, wie ernst ich das meine. Seht ihr? Wird vielleicht. Jetzt kommt der ein oder andere. Du bist viel zu blöd dafür. Mhm. Sehe ich. Dann macht's immer besser. Mhm. Möge mir der Spruch im Halse stecken bleiben, wa? Ich mach mich mal hier raus. Da haben wir noch was Ähnliches hier. Einfach nur eine Kapelle. Da nehme ich mir auch mal einfach alles. Ah, 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 ah. Was liegt da doch so frei herum? Mann, was ist das denn jetzt? Ihr habt doch mal wieder was im Holz, gell? Was für eine Darbietung. Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Ja, keine Lust. Klar. Den kann man es ja machen. Nicht schlecht, was? Wo hast du das Zeug her? Ich hab so meine Quellen. Alles klar mit dem Stück. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ich will mich den Söldnern anschließen.
Hast du was dagegen? Mir egal. Ja. Ach, die Wirkung ist doch schon weg. Normalerweise hat das irgendwie so eine hypnotisierende Wirkung. Der Bildschirm ein bisschen man so nicht alles glauben, was man verzerrt wird. Hey, hey Cypher. Den kennen wir auch noch aus der Kolonie. Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Stimmt, kennen wir den Typen daneben nicht irgendwoher? Der sieht ja aus wie Gomez. Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Ich habe mir das schon gedacht. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern machen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Ja, warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mal ihren Schwert helfen. Ich will mich Lees Leuten anschließen. Lees Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er es. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur durch. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Auf jeden Fall. Wie viel habe ich denn inzwischen selber? 7. Ich kann das nicht glauben. Glaubst du, ich habe was anderes gehört? So, hier Wolf, auch ein ehemaliger Kamerad. Alles klar? Hey, ich kenn dich! Aus der Kolonie! Was willst du hier? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Warum nicht? Hat nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazu gekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Siehst ziemlich abgemagert aus. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Hast du ja nochmal Glück gehabt. Ja, allerdings. Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ja. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste, ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm hier nicht. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst. Oh. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Nicht mehr. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Es war genau so, wie du sagst. Mann! Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Entschuldigung. Sag mir nicht, du hast ja doch die falschen Leute. Glaubst du wirklich daran? Wo hast du das denn schon wieder her? Also das ist Bennett, ja? Ich verkaufe keine Waffen. Das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Das hat er doch vorher gewusst. Solange ich kann nur so viel trinken, ey. Woher da, der hinterlässt aber auch eine Wolke. Das hat er wirklich nicht verdient. Was für Waffen stellst du her?
Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Doch, eigentlich schon, das wissen wir doch alle. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Und falls nicht, dann schaut weiter zu. Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Jo. Nein. Was fragst du dann so dämlich? Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Davon lasse ich lieber die Finger. Okay. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Klar. Das kostet aber eine Kleinigkeit. Sagen wir 30 Goldstücke. Lass ich lieber die Finger. Das hat er doch. Ja, bitte. Gut. Hier hast du 30. Und das war noch verdammt günstig. Wir können anfangen, sobald du soweit bist. Ich wäre mir da nicht so sicher. Wie viel? Nee, habe ich nicht. Aber ich kann das nicht glauben. Das ist schon mal für mich so eine Grundlage hier. Ach, das ist Bodo, ja? Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben, aber jetzt ist Schluss damit. Oh, jetzt ist Schluss damit. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Das Ding ist, ich erzähl dir doch nichts. Man kann sagen, was man will. Aber wer raucht hier gerade zu viel Kraut? Bodo kann's doch eigentlich gar nicht sein, letzten Endes. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hm, ich auch. Hast du was damit zu tun? Wo ist das Paket? Was weiß ich? Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Och ja, vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dir mal sagen... Hey, du! Ich hab mir das schon gedacht. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein, es war einer von den Söldnern. Dar. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korinis verkauft. Halt, warte mal. Woher wissen wir das denn? Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hey, warte mal, es kann doch jetzt nicht sein, dass wir das schon wissen, dass, Oh, verdammt, das sieht gar nicht gut aus. Cypher, streng dich mal ein bisschen mehr an. Jawohl. Danke für das Gold, du Held. Ja, komm. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Warte mal. Du hast es da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser?
Ja, das hast du. Ich schätze ihm nicht so. Was geht der kleine Penner auch an meine Truhe? Wegen des Sumpfkrauts. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme gehört dir. Kameradenschwein, du hast Zeff erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Ich werde den Teufel tun, für dich zu stimmen. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Das hat er uns immer noch nicht gesagt. So. Vielleicht hätte ich ihn zuerst niederschlagen sollen. So ist es richtig. Und dann zu Cypher gehen. Weil woher wollte ich ihn jetzt wissen, dass da das Paket in Corines vercheckt hat? Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ach ja? Warte mal. So, mein Freund. Wo ist das Paket? Okay. Ich hab's an irgendeinen Penner in der Stadt verhökert. Es war am Hafen. Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Du brauchst doch wohl nicht nochmal Schläge. Ehrlich, Mann, ich war total dicht. Hab keine Ahnung mehr, wie der Kerl aussah. Es war am Hafen in der Nähe des Bootsbauers. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Und da lassen sie sich einfach durchspazieren. Das glaubst du wohl selber nicht. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Manchmal lasse ich mich auch von rachsüchtigen Sumpfkraut-Junkies zusammenschlagen. Der hat Humor. Wow, haben auch alle gelacht. Von mir erfährt keiner was. Das hat er wirklich nicht verdient. Davon lasse ich lieber die Finger. Das war doch schon vorher klar. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube ich soll. Alle gucken mich hier an. Was ist denn hier los? Jobs. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Klöße. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen. Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Entschuldigung. Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Weißt du, was Lees Plan ist? Lee will, dass wir abwarten und die Paladine in der Stadt aushungern. Er hat den Plan, uns alle von der Insel wegzubringen. Und Inos weiß, dass ich nichts dagegen hätte, von hier zu verschwinden. Ich weiß zwar nicht genau, wie er das anstellen will, aber ich vertraue ihm. Er hat uns bis jetzt gut geführt. Weißt du, was Silvio vorhat? Silvio hat mitbekommen, dass ein Teil der Paladine in die alte Kolonie aufgebrochen ist. Er meint, die restlichen Paladine würden es nicht wagen, uns hier anzugreifen und will die Situation ausnutzen. Die kleinen Höfe plündern, den Milizpatrouillen vor der Stadt auflauern, Reisen überfallen, solche Sachen eben. Aber Lee denkt, das wäre das Schlechteste, was wir in unserer Situation machen könnten. Ja, wobei, die Milizen hier auflauern, da könnte ich ja noch hinterstehen, aber alles andere ist ja... Was soll ich machen? Ganz einfach.
Hau ein paar von Silvius Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Was sind die Duellregeln? Geh zu Torloff und lass dir das von ihm erklären, wenn es dich interessiert. Damit wir uns richtig verstehen. Mir ist egal, ob du dich an die Regeln hältst oder nicht. Hauptsache, die Knaben landen bewusstlos im Dreck. Praktisch gesehen ist das ist die falsche Antwort, gell? Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind 6 Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du 3 von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens 3 von ihnen ordentlich zeigst. Tja. Dem hau ich seine Fresse fester ein. Haha. Oh Mann. Wie mich alle angucken, als komme ich vom fremden Stern irgendwie, weiß ich nicht. Als komme ich aus Belias Reich. So ist es. Ich kann das nicht glauben. Das stimmt, wir haben mit Torloff überhaupt noch nicht geredet, mit Lee auch nicht. Was willst du von mir? Warum eigentlich nicht? Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Ja gut, keine Ahnung. Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden, eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Oh, pass auf, dann gehe ich mal zu Lee rein. Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Ich will mich den Söldnern anschließen. Aha. Frisches Kanonenfutter. Dann geh mal rein. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Aber vor allem lass Ona in Ruhe. Er steht nicht drauf, wenn man ihn unaufgefordert anquatscht. Schon gar nicht bei Typen wie dir. Zu Befehl. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ist er noch unten oder? Nö. Da oben ist er. Das hat er wirklich nicht verdient. Was ist los? Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Du hast das nicht gewusst. Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Ich hatte das nicht. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Nein, das bin ich tatsächlich nicht. Ich habe einiges gehört. Ich habe was anderes gehört. Ich will mich euch anschließen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann hier jeden fähigen Mann gut gebrauchen. Die letzten Söldner, die ich aufgenommen habe, machen nichts als Ärger. Du kannst im Grunde direkt anfangen. Naja, vorher müssen noch 1-2 Dinge geklärt werden, aber das ist halb so wild. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Gorn hat von mir erzählt. Du hast das nicht gewusst. Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Das hat er wirklich nicht verdient. Klar.
Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Warum er sich so aufregt. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen. Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt. Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben. Und dann sind da noch die Jungs. Erst wenn die Mehrheit der Söldner dafür ist, dass du mitmachst, kann ich dich aufnehmen. Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist. Er ist ein sehr ungeduldiger Zeitgenosse. Wie kann ich die Söldner von mir überzeugen? Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner...